Moin und willkommen zurück zu Let's Play Ark bzw. zu Ark Storytime. Das ist ja immer noch der Name für die ganze Geschichte und wir sind an einem anderen Ort als an dem wir letztes Mal waren. War das ein richtiger Satz? Kein Plan. Es gibt Änderungen. Ich habe die Option gefunden mit dem Marker. Man muss halt auch manchmal einfach genau lesen, dann findet man auch die Option. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, wo ich mich befinde und das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch noch hilfreich. Ansonsten wollte ich mal kurz die Zeit nutzen, um mich zu bedanken. Ich habe eine Frage gestellt über das Community-Tab und es kamen sehr, sehr viele Antworten zustande, beziehungsweise sehr, sehr viele Namensvorschläge, die ich hier bestimmt auch die ganze Zeit einblende und wir haben dazu noch eine Abstimmung gemacht und bei der Abstimmung kam jetzt Folgendes raus. Wir nehmen die Namen Kowalski, Rico und Skipper für die Wölfe und ich werde das, glaube ich, jetzt immer so machen, wenn wir irgendwas Cooles sehen, was einen Namen braucht, dann werde ich das über das Community-Tab erfragen und wahrscheinlich dann danach aus den besten Vorschlägen einfach eine Umfrage machen. Aber genug gelabert. Aber was machen wir heute? Heute wollte ich mal in eine Höhle gehen, weil irgendwie bin ich mittlerweile Level 74. Das heißt, wir könnten theoretisch schon Rex zähmen. Wir können so viele Sachen schon herstellen. Wir haben noch keine Base. Ich meine, das ist die Base. Das ist halt hier, ne? Mit ein paar Wölfen und einem Günther. Günther, der einzige Überlebende noch von den alten Dinos irgendwie. Und wir werden auch für die anderen drei, die gestorben sind, noch irgendwann ein Grab machen, wenn wir bei der Base-Location angekommen sind. Aber dafür möchte ich noch einmal in die Höhle. Und zwar nehmen wir uns, wir bereiten uns mal vor für die Höhle. Ganz einfaches Ding. Wir müssen ein paar Schlafsäcke machen. Warum ich dafür an die Werkbank gehe, bleibt mir selbst ein Rätsel. So, davon machen wir einfach mal drei. Die können wir dann nämlich vor die Höhle legen, falls ich sterben sollte, was ja sehr unwahrscheinlich ist. In diesem Let's Play, also es kann gar nicht sein, dass ich sterbe. Ich habe einfach mal vorsichtshalber sechs gemacht. Wir werden keine sechs Stück brauchen. Ich glaube, wir kommen ganz gut durch mit Skipper. Aber warum ich an der Werkbank bin, ist folgender Grund. Wir haben jetzt eine Flinte und wir haben dazugehörige Munition. Und wir haben Fernrohr und ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Sehen wir irgendwo irgendwas, was wir schnell so mit einem Schuss vielleicht töten können. Auf jeden Fall sieht das Ganze jetzt so aus. Ich benutze die hier eigentlich nur zum Betäuben. Aber ich habe gesehen, man kann mit der Flinte tatsächlich auch viel Schaden anrichten. Da vorne sind Dodos. Legen wir uns mal kurz auf die Lauer und... Ja, Nico der Profi, der Name ist Programm. So, 588 Schaden, das ist halt ein Headshot gewesen. Variiert von Tier zu Tier, aber damit können wir auf jeden Fall locker easy den anderen Alpha-Kano legen, der noch im Schneebiom war. Das heißt, das gibt nochmal ordentlich Level drauf. Beziehungsweise werde ich davor, glaube ich, so eine mal 4 und eine mal 2 Explorer-Node einsammeln, damit das ordentlich Level on top nochmal gibt. Und vielleicht gibt es da auch ein paar Items. Ich würde aber sagen, wir können eigentlich los in die Höhle. Ich werde jetzt nur Skipper mitnehmen, weil der hat einfach am meisten Leben. Das sind jetzt knapp 6k. Die anderen sind bei 4k und bei 3,5000. Bei 3,5k. So. Und ich habe einfach Angst, dass die mir sterben, wenn ich die halt alleine kämpfen lasse mit mir zusammen. Dann kriegen wir halt keinen Bonus, also keinen Buff, den wir halt... Na, hier. Kriegen wir den halt nicht in der Höhle. Ist aber egal, wir sollten das auch so schaffen. Wir ziehen einfach los zum Atem. Nein, zum... hier. Zur Höhle und sehen uns dann da gleich wieder und werden da gleich mal durchziehen und vor allem, wenn wir das Artefakt sammeln, zweimal am besten. Ich glaube, ich müsste eins sogar in den Dino legen können. Und ganz wichtig, ich habe keine Enterhaken mitgenommen. Ich habe doch Enterhaken mitgenommen. Wir brauchen Enterhaken. Ich will dann nämlich was zähmen und das ziehen wir uns raus. Das wird wichtig sein fürs Gewächshaus. So, wir sind quasi davor. Ich zeige euch das mal auf der Karte, wo die in etwa liegt. Die ist halt wirklich sehr, sehr nah dran, so an so einem Anfängergebiet. Und ich platziere einfach mal die ganzen Schlafsäcke hier vor. Das ist völlig egal, kann ich ja machen, weil ich spiele nicht auf dem Server, sondern im Singleplayer. Und dann juckt das ja eh keinen, wenn der ganze Kram hier von mir hier liegt. Ich glaube zwar nicht, dass wir die alle brauchen werden, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es so schwer wird, einen Wolf zu zähmen. Von daher gehen wir mal rein. Der Leck des Todes kam eben wieder, wie immer, wenn wir in so eine Höhle reingehen. Ich kenne die Höhle schon, habe die hier schon gemacht und weiß auch, dass hier noch irgendwo Explorer-Nodes liegen. Und die werden wir uns, glaube ich, auch als erstes catchen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann soll man diesen Kristall hier abbauen können. Tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein mega nicer Tipp gewesen. Habe ich gesehen bei K im Ark Revival. Das PvP-Projekt. Mega cool, dass es geht. Und hier ist in der Regel in der Höhle auch noch nichts, was euch irgendwie weghauen kann. Von daher kann man sich das mal merken als Anfänger, dass es in dieser Höhle auf jeden Fall Kristall gibt. Man sollte nur nicht zu tief reingehen, weil sonst... tot. Ganz klarer Fall von tot. Und wir können mit dem Wolf, können wir mal die Taste C drücken. Also, ne? Dann schnüffelt er so ein bisschen. Der sieht jetzt hier noch nichts. Ich sehe aber da oben was. Ah, nee, das ist einfach nur der Schimmer vom Artefakt, das hier in der Nähe ist. Werde mich, glaube ich, wieder des Todes erschrecken. Ich habe keine Stimbeeren mitgenommen. Das war, glaube ich, unvorsichtig. Welches Level haben die denn hier so? Der macht aber auch gar nichts. Hinfort mit dir. Stirb. Tot, Level 40. Joa. Wir gucken uns mal so ein bisschen um. Ich weiß halt nicht genau, wo die ganzen Drops sind. Wir wollen die Drops natürlich auch abklappern, falls da irgendwas Nices drin ist.
ist. Aber, wenn mir nicht alles täuscht, geht es hier nicht zur ersten Explorer-Node. Da hinten ist einer, seht ihr? Auf jeden Fall werden wir uns die jetzt mal eben greifen. Noch sieht es auch recht gemütlich aus. Und das ist hier der Kollege, weshalb wir hier sind. Wir wollen so einen Dungbeetle haben. Mehrere am besten. Die werden für uns Dünger produzieren. Da kommen jetzt ein paar Schlangen an. Da würde ich eigentlich mal ganz gerne... Oh, 490. Wahrscheinlich die komplette Verschwendung jetzt hier, die ich mache. Jetzt kommt hier eh gleich wieder irgendwas aus der Wand rausgespawnt. Ah, hier ist schon Nummer 2. Sehr schön. Level 72 und Level 80. Die werden wir uns rausziehen mit einem Enterhaken. Warte mal, wir springen mal hier kurz durch. Das sind ganz... Oh, verdammt! Verdammt, 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 verdammt. Das war so dumm. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Warum mache ich sowas? Jetzt muss ich aber Gas geben. Warum ist denn meine Rüstung kaputt gegangen? Freunde der Sonne, was soll das denn? Ich bin falsch gelaufen. Verdammt, ich bin falsch gelaufen. Komm ich hier weg? Ja, ich kann wieder laufen. Ich hätte doch andersrum genutzt. So viel zum... Ich hab die schon gemacht. Ja, ich kenne mich ja aus. Das ist hier wie meine Westentasche und so. Ja, am Arsch. Null. Überhaupt nicht. Meine ganze Rüstung ist weg. Ich bin auch fast tot. Ich frage mich tatsächlich, warum ich so viel Damage überhaupt genommen habe. Das ist mir in den anderen Höhlen mit den Wölfen noch nicht passiert. Vielleicht sollte ich mir mal eine Flakrüstung zulegen. Nächstes Mal, wir machen die eben nochmal da weg. Rache, Freunde. Rache. Wo seid ihr? Oh, ich wäre auch fast ins Wasser gesprungen. Das ist... Oh, nee. Die Sargos, die da gekommen wären. So, mein Plan war eigentlich folgender, weil hier ist ja die Explorer-Node. Ich dachte, die wäre auf der anderen Seite. Ja, ihr mit eurem blöden Spinnnetz. Und wollte die schön aufsammeln, damit ich hier noch schön EP farmen kann gemeinsam. Mit dem guten Skipper und mit meiner Wenigkeit. Für mehr Level, mehr Leben und hast du nicht gesehen. Da ist ja auch noch eine da hinten. Und da haben wir auch mal den Grund gesehen, warum das so wichtig ist, dass man hier Leben hat. Und warum ich die anderen Wölfe nicht mitnehmen wollte. Sonst wären die nämlich schon sehr wahrscheinlich tot. So, dann haben wir die erste Explorer-Node aufgesammelt. Noch ein Dungbeetle. Dann werden wir mal jetzt hier reinflexen, Freunde der Sonne. Ach, deswegen, weil die spucken, diese Mistviecher. Und die haben ja auch übel viel Leben. Deshalb, das ist der Grund, die spucken einen an. Jetzt, ich bin hier ohne Hose. Ich habe gar nichts mehr. Merkel, 1000-Füßler-Dinger immer aus der Distanz kaputt machen. Oh, da ist auch noch eine. Ja, Spinnen sind da kein Problem. Die machen uns einfach nur langsam. Und dann kriegen die auf den Deckel. Das war's. Ah, oh, 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 was ist denn euer? Von hinten auch noch. Warum fallt ihr hier alle aus der Decke? So, da ist ja der erste Drop. Aber ich vertraue hier absolut der Höhle nicht. Es wird immer irgendwas aus der Decke raus. Aber wir machen es einfach. Oh, wow. Eine Steinschleuder, die besser ist. Und ein bisschen bessere Stoffhandschuhe. Die können wir mitnehmen. Hat sich richtig gelohnt, den ganzen Weg auf sich zu nehmen. Ich glaube, da vorne dürfte schon das Artefakt sein. Das ist noch eine weitere Explorer-Note hier drin. Sehr schön. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo ich eben fast gestorben wäre am Anfang. Ach, übrigens, hier gibt es nämlich auch Obsidian drin. Jetzt gerade, wo ich daneben stehe. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen was davon mit. Ist jetzt zwar nicht super wichtig, aber dann können wir eine Schere machen. Und ich kann endlich meine Frisur machen, die ich immer habe bei meinem Charakter. Wir sind da. Also man muss im Prinzip in diesen Höhlen immer nur diesem Wabern folgen. Greifen mal kurz die Spinnen noch an. Sammeln das einmal auf. Das verschwindet und müsste gleich wiederkommen. Und pro Lebensform ist es nur einmal im Inventar erlaubt. Das heißt, ich dürfte es jetzt nicht zweimal aufnehmen. Hier sind doch überall noch Spinnen. Da kannst du mir nichts erzählen. Das müsste aber auch relativ schnell respawnen. Das heißt, ich bringe das nach oben. Und dann komme ich später nochmal wieder, um das zweite zu holen. Weil ich glaube, wir werden die Bossfights so angehen, dass wir es versuchen, erstmal auf der niedrigsten Stufe, um zu gucken, ob unsere Dinos bereit sind. Und wenn wir uns eben die höchste Stufe schnappen. Und bevor wir hochreiten, einmal die Armbrust durchladen mit einem Enterhaken. Und dann könnt ihr den nämlich ranziehen mit der linken Maustaste. Könnt sogar theoretisch die Waffe wegstecken und könnt ihn einfach mit hinter euch rausziehen. Und das machen wir einfach ein paar Mal jetzt. So, Nummer 1 ist im Floß und wenn ihr dann einfach C drückt, beziehungsweise die Taste, mit der ihr euch hinhocken könnt, dann lasst ihr den wieder los. Und das mache ich, glaube ich, jetzt noch 4 Mal oder 3, 4 Mal, damit wir auf jeden Fall genug haben, weil die, wie gesagt, für uns Dünger produzieren und wenn sie schon alle da sind, warum nicht? So, Leute, es ist jetzt Abend geworden und ich habe was entdeckt, das versperrt uns hier den Weg zur Höhle, damit ich Dungbeetle holen kann und... Der ist Level 72 und ich bin jetzt am überlegen, ob ich den töten soll oder einfach zähmen soll. Weil der Spino ist schon mit einer meiner Lieblingsdinos hier in dem Spiel. Ich glaube, wir gehen einfach auf den Tame. Weil was wir haben, haben wir. Und wir können theoretisch schon den Sattel dafür craften. Der ist leider aktuell Richtung Floß unterwegs. Und ich hoffe, dass der jetzt hier nicht umkippt im Wasser. Der ist schon auf der Flucht gerade. Da ist er neben uns. Der müsste gleich kippen. Der hat nicht mehr viel. Der ist absolut im Fluchtmodus. Greift gerade auch nichts mehr an. Kipp doch um. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Du willst nicht ins Wasser. Vertrau mir, du willst nicht ins Wasser. Du willst nicht ins Wasser, ich sag's doch. Angeblich soll er 12
Prime Meat brauchen und ein bisschen Narko. Die Narkose geht echt schnell runter bei dem. So, wie es aussieht, haben wir unseren Spino fertig und der kann uns doch mal direkt folgen. Level 107, sehr schön. Also jetzt halt nicht High Level und so, ne, aber passt halt für den Anfang und es war halt zufällig, dass wir den haben. Ich würde sagen, das war's soweit für die Folge. Wir haben einiges geschafft. Wir haben einen Spino, wir haben die Höhle geschafft, ohne zu sterben. Wir haben zweimal das Artefakt und bisher zwei Dung Beetles. Ich gucke leider mal in der Höhle, ob ich noch mehr finde. Das werde ich dann quasi ohne Aufnahme machen, weil das jetzt auch nicht mehr so spannend ist und ich auch eben eigentlich keine mehr gefunden habe. Die sind irgendwie weggespawnt. Auf jeden Fall können wir den Spino-Sattel noch nicht machen, weil es fehlen noch Silizium-Perlen und das heißt, dafür sollten wir uns vielleicht auch einen anderen Dino zähmen oder vielleicht einen Otter, weil soweit ich weiß, kann der die sammeln für uns. Ich würde sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du mehr sehen willst, Let's Plays, Guides und Tutorials, dann auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal und ciao.